Bei uns steht Tommy Jakobsen, vor einigen Jahren Verteidiger bei der DEG. Tommy, schön, dass du mal wieder zurück bist in Düsseldorf. Wie kommt es, dass du jetzt hier bist? Nee, meine Frau und ich, wir haben immer darüber geredet, dass man zurück nach Düsseldorf besuchen sollte. Aber das hat irgendwie eben nie geklappt, oder, weil wir haben zwei Kinder jetzt. Und das nimmt auch viel Zeit, aber endlich hat es geklappt nach 10 Jahren. So, das ist richtig schön, hier wieder zu sein. Du sagst es gerade, es war jetzt 11 Jahre ist es her, dass du deine letzte Saison hier in Düsseldorf hattest. Verfolgst du die DEL noch, DEG und Augsburg hast du ja auch lange gespielt? Ja, ich probiere. Weißt du, mit dem Facebook und alles heutzutage, dann kriegt man vieles mit. So, ich schaue immer zu. Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Mitspielern hier aus Deutschland? Nee, wenig eigentlich, weil ihn hat ja sein Leben und ich habe meinen in Norwegen rum mit Arbeit und zwei Kinder, die aktiv sind, auch beim Eishockey, Gott sei Dank. Aber das ist ja wie vorgestern, wo ich jetzt die Jungs oder ein paar von den Jungs wieder getroffen habe, so wie der Daniel und viele andere. So, das ist ja, fühlt sich nicht lange her. Und mit Tore Vikingstad, der ja nun auch Norweger ist und auch jetzt wieder in Norwegen zurück ist? Ja, mit ihm rede ich ein bisschen. Und, aber mit dem Tom Magnusson habe ich auch viel zu tun heutzutage, weil wir zusammen arbeiten. Nach 13 Jahren DEL und EBL bist du, wie schon gesagt, jetzt wieder in Norwegen. Was machst du jetzt dort? Eishockey spielst du nicht mehr? Nee, jetzt habe ich vor ein paar, 3 Jahren aufgehört mit dem Eishockey, aber ich bin immer noch tätig in Lørenskog, mein sogenanntes Heimatverein dann, weil meine beiden Jungs sind da aktiv und im Beruflichen bin ich mit dem Trond zusammen, wir suchen Mitarbeiter und machen Headhunting, machen wir zusammen jetzt. Du hast auch sehr, sehr lange Nationalmannschaft gespielt, Norwegen, war dann 2010 hier in Deutschland, war deine letzte Saison mit der Nationalmannschaft. Wir haben eigentlich gedacht, du tauchst irgendwie als Berater, als Betreuer, als Assistenzcoach nochmal wieder auf. Da keine Ambitionen? Nee, ich habe das Profi-Eishockey-Leben war irgendwann vorbei und dann habe ich es meiner Frau gesagt Es fühlt sich für mich besser an, mit den Kleinen, so mit denen zu trainieren und da tätig zu sein, ist für mich besser. Weil da sieht man ja das Glück und Willen jedes Mal. So, das macht viel, viel mehr Spaß als mit den Profis. Und verfolgst du sicherlich dann auch das Eishockey in Norwegen? Wie siehst du da die Entwicklung jetzt ja auch durch deine Kleinen? Ja, da folge ich genau gut mit, weil wir haben Probleme in Norwegen, weil das sind ja viele, soll man nicht sagen hier, aber viele Ausländer und es fehlt ein bisschen mit dem Nachwuchs in Norwegen, so das ist schon, wo man ein bisschen arbeiten muss mit dem eigenen Jungs, so dass man wieder mit den Großen mitspielen kann. Aber die Nationalmannschaft steht eigentlich besser da als Deutschland aktuell. Ja, vielleicht dieses Jahr, aber das hält nicht lange, weil der Hauptstamm von der Nationalmannschaft wird auch älter. Und dann fehlt irgendwann der Nachwuchs. Aber muss man schauen, man muss so hart arbeiten und hoffen, dass es irgendwann kommt. Dann sagen wir erstmal Danke und dir viel Spaß heute hier beim Spiel und überhaupt in Düsseldorf. Dankeschön. Vielen Dank.